So, guten Abend. Willkommen beim Literaturfestival. Ich bin eigentlich hier auch Podiumsdiskutant, aber es fehlte der Moderator, also spiele ich heute die Doppelsechs und führe ein wenig in den Abend ein und in dieses wunderbare Buch Lob des Dribbelns, erschienen im Aufbau Verlag. Und ich möchte zunächst mal meine Gesprächspartner vorstellen, obwohl das zumindest in einem Falle ja, fast überflüssig ist. Dann stell dich vor. Nein. es ist mir auch eine große Ehre, weil ich ihn ja quasi schon aus dem Studentenalter verfolge. Also Daniel Cohn-Bendit, 45 geboren. Das wird natürlich noch interessant, weil wir unterschiedliche Jahrgänge sind und wie sozusagen die erste, wie man die erste WM empfunden hat und verfolgt hat. 45 geboren. Er sagt aber immer, eigentlich sei er im Juni 44 quasi gezeugt quasi bei der Landung der Alliierten. Nicht also, beim, aber nach der aber Landung nach der Alliierten. Aber also zumindest ein Kind der Freiheit, deshalb natürlich auch führend in der 68er-Bewegung. Ich habe mir mal so Notizen gemacht, Sprecher der Studenten, anarchistischer Marxist, Danny LaRouche, eine Legende, versuchte sogar Charles de Gaulle zu stürzen, aus Frankreich ausgewiesen, geht nach Frankfurt, APO, Sponti-Szene, Herausgeber von Pflasterstrand, Freundschaft mit Joska Fischer, auch übrigens ein Fußballer. Dann Mitinitiator quasi der Gründung der Grünen, Realo-Flügel, später Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich habe ihn erstmal so erlebt in einer meiner Lieblingssendungen, nämlich diesem Literaturclub im Schweizer Fernsehen, die ich sehr geliebt habe. Daniel, ich sage Daniel, wir haben auch, er hat auch ein Buch geschrieben über Fußball, also viele Bücher geschrieben, aber heute reden wir ja über Fußball, also ich meine, alle reden über die Queen, wir reden über Fußball, es gibt sicherlich Zeiten, in denen Schriftsteller jetzt eigentlich über andere Themen reden müssten, aber wir reden über Fußball. Das Buch von Daniel, Unter den Stollen der Strand, Fußball und Politik, mein Leben, 2020 erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und er hat in seinem Leben Menschen getroffen, gesprochen wie Sartre, Hannah Arendt, Jean-Luc Godard, der jetzt gerade gestorben ist. Also ich bin gespannt, welche Fußballer von dieser Größe er getroffen hat. Oliver Guez, klingt schon wie ein Profi, 74 auch in Frankreich geboren, Schriftsteller und Journalist. Seine Zeitung klingt quasi wie nach Champions League. Le Monde, die FAZ, die New York Times. 2007 erschien von ihm die Heimkehr der Unerwünschten, eine Geschichte der Juden in Deutschland nach 1945. 2017 das Verschwinden des Josef Mengele, ein internationaler Bestseller, Drehbuch für den ausgezeichneten Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Und nun, schon länger in Frankreich erschienen, aber jetzt eben übersetzt, Lob des Dribbelns. Ich würde Ihnen gerne erzählen, damit Sie wissen, wen Sie hier vor sich haben. Im Juni 1986, er spielte mit seinen, übte in der untergehenden Sonne Elfmeterschießen in seinem Club, dem AC Minora. Ja. Und da kam der Trainer zu seiner Mutter und sagte, dieser Junge ist besser als Diego Maradona. Und dann fragte die Mutter so etwas verunsichert nach und dann sagte er, ja, aber mindestens so gut wie George Valdano. Dann wurde er schnell verkauft an den AC Straßburg, dann ausgestattet von dem Vereinspräsidenten, der zufällig Daniel Hechter war. Dann gab es Wechselgerüchte zu PSG Saint-Germain und Bayern München.
Es endete damit, dass er im Luxus-Mercedes von Franz Beckenbauer auf der Hinterbank nach München fuhr. Der nächste Satz, das ist so beginnt das Buch, der nächste Satz ist, wenn nur ein Bruchteil dieses Märchens wahr wäre. Und bist du, Olivier, eigentlich froh, dass es so gekommen ist, wie es dann gekommen ist, dass wir hier heute als Autor sitzen, du als Autor, oder hättest du gerne dieses Märchen weitergelebt? Na, ich bin froh, weil... Hallo zuerst, zu allen Fußballfans des ILBs. Ich bin froh, weil jetzt habe ich noch eine lange Karriere als Autor vor mir. Und das wäre schon fertig seit mindestens 10 oder 15 Jahren im Fußball. Ja, wärst du jetzt Kommentator, Spielerberater oder Spieler? Na, ich würde sehr gerne Fußballagent. Ja, sonst. Das ist sehr lukrativ, besser als Autor, ne? Mit dem vielleicht, ja. Ja. Brauchen wir eigentlich nur 3 Spieler verkaufen. Und dann genau, dann bist, ja. Du, ja. Bist du fertig, ja. Für die nächsten 20 Jahre. Nee, es war ein Traum, aber es war auch kein richtiger Traum, aber das stimmt. Als ich 7 war, bin ich im Fußball gefallen. Und es ist so geblieben, es ist nicht eine einfache Beziehung. Das meine auch, es ist eine interessante Beziehung, aber ich bin ja richtig ein Fußballfan. Das bleibt. Daniel, wie ist das bei dir? Gibt es bei dir auch eine Legende? Also jeder hat ja quasi eine wahre Geschichte seiner eigenen Fußballbiografie und eine, die ein bisschen gestrickt ist. Also so ist es bei mir der Fall, das werde ich gleich erzählen. Wie ist es bei dir? Eine fußballgestrickte Legende. Naja, hast du irgendwie, wie waren deine Anfänge? Nein, ich habe einen, großen Moment. Also ich habe mehrere im Fußball, da kommen wir drauf, aber einen Moment. Ich habe wo die Europameisterschaft in Frankreich stattgefunden hat, wo dann Frankreich gewonnen hat, also sagen wir 82. 84. Das war eine Europameisterschaft. 82. Europameisterschaft. In Frankreich? In Frankreich. 78 war Argentinien. In der 80er Jahre. Nee, nicht Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Nochmal. Wo das, Frankreich? Das war zweimal. Einmal in Frankreich, einmal in Niederlande. Nein. Frankreich hat gewonnen. Schon drin in der Frankreich hat gewonnen. 84. 84, okay, war 84, verwechselt dann mit Sevilla 82, gut. Und dann auf einmal kommentierte ich für ein Radio Europa. Und da war so ein Studiogespräch und dann kam Juste Fontaine. Für die alle, die Fußball kennen, Juste Fontaine ist, ich glaube, immer noch derjenige, der am meisten Tore bei der Weltmeisterschaft geschossen hat. Die hat er 1958 geschossen. Und er kam ins Studio und sagt, du bist der Danny. Sag ich, ja. Sagt er, ich muss dir was sagen. Als ich gehört habe, dass Europans dich als Kommentator für Fußball nimmt, dann habe ich geglaubt, die sind jetzt völlig verrückt geworden. Die haben da wirklich verrückt geworden. Ich habe dich gehört. Verdammt nochmal, du bist wirklich gut. Ich war geadelt. Juste Fontaine hat mich geadelt als guten Kommentator und dann seitdem bin ich der Meinung, ich bin einer der besten Spezialisten des Fußballs. Das ist so die Legende. Wunderbar. Der einzige Makel ist vielleicht, dass Ronaldo die meisten Tore geschossen hat bei der WM. Der Ronaldo mehr an einer WM? Ach, bei einer WM? Bei einer WM, okay. Das bezweifle ich. Ja. Ja, das, okay. Ja? Die erste man richtet sein Leben ja ohnehin immer so nach Europameisterschaften und Weltmeisterschaften aus. Also ich weiß immer noch genau, wann ich Abitur gemacht habe. Das ist nicht das Entscheidende, sondern welche wichtige Meisterschaft dort angestanden hat. Und meine erste WM war eigentlich 78, die ich sozusagen verfolgt habe, die ich schauen durfte. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ihr seid ja wahnsinnig jung, ihr beiden. Ja, und jetzt bei dir war es, ich meine, du hast 54 vermutlich, nehme ich mal an, war die erste WM, die du geschaut hast. Ja. 58. 54 war schrecklich. Ja, da haben die Falschen gewonnen, ne? Ja, natürlich haben die Falschen gewonnen. Ich habe es im Radio gehört und ich kam von der Schule und Ungarn führt 2-0. Es war klar,
es war die beste Mannschaft der Zeit. Puskas, Hideguti, alles Mögliche, so gut Fußball. Und dann endet es 3-2, weil der Tormann ausrutscht, weil es so nass war. Der Ungar, also furchtbar, das war... Aber so und so, meistens hat Deutschland unverdient Weltmeister, und Weltmeister gewonnen. 74 auch. Ja, er hat ein Entschuldigung, aber du wolltest deine vier... Nein, jetzt kommt erst mal Olivier. Du hast ein gespaltenes Verhältnis zum deutschen Fußball, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wie war deine erste WM? Meine erste WM, Entschuldigung, Danny, das war 82. Das war ein Traum. Ich war 8 Jahre alt und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass eine riesige Welt vor mir sich öffnet. Plötzlich war ich nicht mehr ein Kind bei meinen Großeltern in Straßburg, in eine kleine Gemeinde, aber ich war Teil von dieser riesigen Fußballwelt. Und ich erinnere mich, es war eine fantastische WM und Frankreich war extrem gut, Brasilien war extrem gut, Italien war gut, es war die Argentinien von Maradona und ich habe fantastische Erinnerungen. Und seitdem... Hast du gemerkt? Italien war gut? Ja. Maradona, Argentinien, ja. Brasilien, Frankreich? Ja. Aber mit Recht hat er eine Mannschaft nicht genannt. Ja, ich weiß. Welche? Deutschland. Ja, ja, die im Endspiel waren. Völlig unverdient. Oder nicht? Schon, aber ich habe dieses Spiel, Frankreich, Deutschland, verpasst. Ach nee. Ja, meine Eltern hatten mich in eine Sommerkolonie oder Urlaub mit Kindern geschickt. Und es gab kein Fernsehen. Und so, ich habe dieses Spiel verpasst. Und ich habe nie dieses Spiel angeguckt. Nein. Nie. Ich kenne die Tore, aber ich habe nie den ganzen Spiel angeguckt. Bis dieses Jahr. Es gab ein Doku über diese... Es bleibt ein riesiger Trauma für Frankreich 40 Jahre später. Die Franzosen sprechen immer über Sevilla. Das war Unrecht. Schumacher. Die Franzosen haben verloren, die Deutschen und so weiter und so weiter. So, es gibt ein Doku dieses Jahr. Und ich habe einen ganzen Tag mit einem Journalist verbracht. Er hat mich den Spiel gezeigt. Dann habe ich den Spiel angeguckt. Aber das war das erste Mal. Ich wollte es nie angucken. Das war, diese Schumacher-Geschichte, war die 82? Mit ja. Diesem Jahr, Der hat, es war nicht mal ein Foul. Nach dem Schiedsrichter. Es war ein Attentat. Das war ein Anschlag. Das war ein Anschlag, ja. Ja, also die, ich muss ja noch nachtragen, die Fußballlegenden und die man eben selbst so strickt. Bei mir war es so, und dieses Zitat habe ich irgendwie auch bei dir in deinem wunderschönen Buch, in den vorangestellten Zitaten wiedergefunden. Es gibt diesen wunderbaren Satz: Alles, was ich über das Leben weiß, weiß ich von Fußballplätzen und Theaterbühnen. Und das hat Camus gesagt und das kann ich immer sehr nachempfinden, weil meine Kindheit fand eigentlich nur auf dem Fußballplatz statt und später auf Theaterbühnen. Und bei mir war es so, ich rutsche jetzt in die Doppelsechs, ne? Also der Moderator fällt irgendwie ab. Ich hatte als Kind, ich spielte bei Werder Bremen in der A-Jugend und mein Trauma zugleich war, dass... wenn Werder Bremen quasi viele Verletzte hatte, dann kam Otto Rehhagel auf Platz 11, wo wir immer spielten und trainierten und suchte dann sozusagen nach Spielern, die er eventuell auf die Bank setzen könnte. Und an einem Tag vor dem Spiel gegen Kaiserslautern kam Otto Rehhagel und wir zitterten immer alle, wenn Rehhagel kam. Und an dem Tag war ich leider so schlecht beim Training und es waren aber auch so wenig da und die Chance war so groß, dass ich hätte auf der Ersatzbank im Weserstadion sitzen können. Ich saß aber nicht. Ich gebe zu, dass ich in manchen Interviews später erzählt habe, dass ich tatsächlich auf der Bank saß und 10 Minuten vor Schluss eingewechselt hätte können, und zwar, als ich war Stürmer, gegen Hans-Peter Briegel. Und Briegel wiederum ist, glaube ich, das Trauma von Maradona. So schließt sich ein bisschen der Kreis auch zu diesem Buch. Wir werden noch auf Maradona kommen. Wer war denn dein Lieblingsspieler
in der 82er Mannschaft von Brasilien? Ich würde, es ist nicht der Originelle, aber ich würde Zico sagen. Es war ein fantastischer Mittelfeldspieler, extrem Technik, extrem, aber extrem schön anzugucken. Mhm. Dani wird über Sokrates reden. Ich hatte auch eine große Leidenschaft für Sokrates, super Spieler und extrem interessanter Mensch. Aber Zico war ein Traum anzugucken. Man muss sagen, dieses Buch handelt natürlich von den großen brasilianischen Legenden im ersten Teil, dann von den argentinischen, erzählt wundervoll, wie die Seele, von der Seele des brasilianischen Fußballs, was überhaupt das bedeutet, dieses Dribbeln, was das eigentlich mit der Seele auch der Brasilianer zu tun hat, mit der Geschichte Brasiliens, das, man sagt, glaube ich, das Malandro, da kommen wir noch auf Garrincha, aber die, wir haben Sokrates erwähnt. Du hast ihn, und das kann man kaum glauben, ich hatte vorhin ihm gesagt, der Mann kennt nicht nur Hannah Arendt, sogar Sartre, sondern eben auch Sokrates, was ja noch viel höher wiegt. Der Griechische. Der Griechische, genau. Ja, den habe ich auch mal getroffen, den habe ich auch mal öfters miteinander diskutiert über Politik, aber ich bin nie mit ihm einverstanden gewesen. Aber Sokrates habe ich, ich war im Jahre, mein Sohn war, wo der Sohn war, 1973 war ich in Brasilien und sechs Monate und auf dem Rückweg dann war ich in Sao Paulo und habe mir natürlich ein Spiel der Corinthians angeguckt. Und ihr könnt das jetzt nicht vorstellen. Ich sitze da, Fußballspiel, da kommt Corinthians raus mit einem Transparent auf dem Spielplatz. Nicht die Zuschauer, die Spieler. Großen Transparent. Gewinnen oder verlieren, aber immer für die Demokratie. Ich war platt. Also, das ist ein Traum. Das glaubt man nicht. Und dann war ich mit einem Freund, der war Journalist, der sagt, sag mal, wer sind die da? Ja, das ist Corinthians. Und der Geist dieser Mannschaft ist Sokrates. Und dann habe ich gehört, die haben eine Selbstverwaltung, die Spieler haben selbst diskutiert, wie und was. Und dann, ich will ihn treffen. Und dann hat er mich zum Platz, Trainingsplatz der Corinthians begleitet am nächsten Tag. Und Sokrates kommt und sagt, ah, Dani, ich kannte ihn nicht. Und dann erzählt er mir über die Selbstverwaltungsideen vom Mai 68. Da war ich doppelblatt. Ja, also wir haben politisch diskutiert, ihr müsst euch vorstellen, Sokrates war ein Spieler, der alle Corinthians-Spieler gingen mit einem gelben Bändchen. Gelbes Band hieß damals für die direkte Wahl des Präsidenten. Das war die Überwindung der Diktatur. Und einer der Sprecher des Kampfes gegen die Diktatur war Sokrates. Und da haben wir uns angefreundet. Und als die Weltmeisterschaft beschlossen wurde, dass sie in Brasilien stattfand, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich will einen Film während dieser Weltmeisterschaft machen. Ich will durch Brasilien reisen und möchte rauskriegen, was bleibt übrig von eurer politischen Zeit und Fußball? Hat er gesagt, ich mache mit. Leider ist er gestorben, kurz davor, vor der Weltmeisterschaft. Und dann habe ich einen Film gedreht, das heißt Unterwegs mit Sokrates. Wir haben nämlich dann einen Bus bemalen lassen mit den Bildern der Fußballer. Und dann bin ich während der ganzen Weltmeisterschaft eine Roadmovie gemacht. Ich war nicht auf den Spielplätzen, sondern haben von verschiedenen Lokalen oder Vorstadien mit Brasilianerinnen und Brasilianern die Weltmeisterschaft geguckt. Auch das 7:1 habe ich gesehen, ja. Gefilmt, in den Tränen der gefilmt in einer Bar und die ganze Kameraeinstellung ist nur auf die Tränen einer Brasilianerin mit brasilianischem Trikot, die immer mehr Tränen vergoss, je mehr Tore fielen. Aber Sokrates war
ein wunderbar, ich habe ihn nochmal besucht, als er in Florenz gespielt hat. Und er war sehr traurig, hat es auch in Italien nicht lange ausgehalten. Es ist für mich deswegen diese Generation, weil sie waren politisch. Der Traum von politischen Subjekten, die Fußball spielten. Klar, wahrscheinlich war Zico besser als Sokrates, so nach, vielleicht. Aber als Mensch, als es war unfassbar. Und übrigens sein Bruder, Rai, der in Paris gespielt hat. In Paris, der hat eine Schule, den habe ich auch besucht, und der hat eine Schule für junge Menschen gegründet, damit sie, die keine Chancen hat, aus den Favelas, aber nicht nur Fußball spielen, sondern Theater und alles Mögliche. Also es sind etwas, was man sich in Deutschland oder in Europa gar nicht vorstellen kann. Und leider ist das in Brasilien auch nicht mehr der Fall. Ja. Also was du erlebt hast, ist natürlich auch der Traum der Fußballliebenden. Also oft ist es ja bei uns Künstlern so, dass wir den Fußball verehren, aber die Leidenschaft eigentlich immer quasi nur in eine Richtung strömt, ja? Und seltenst irgendwie von den Fußballern zu uns zurück. Jemand, der nun, also das ist ja fantastisch, was du mit Sokrates erlebt hast. Du hast mal in einer Loge gesessen im Prinzenpark, den du auch sehr früh erlebt hast, also bei Paris Saint-Germain, in einer Loge eines Galeristen. Und da, das steht in dem wunderbaren Buch, hast du eine Prügelei mit dem Clan von Nehmer erlebt. Angeblich hätte sich ein Bildhauer oder ein Künstler, der auch mit Eric Cantona war, offenbar auch dabei. Und die haben sich dann mit dem Vater von Nehmer geprügelt. Darüber wird dann bricht es irgendwie ab in dem Buch. Was war das für eine Prügelei? Ich war nicht da. Ich war eingeladen von dieser berühmte Galerist in Paris, Kamel Menour, und hat mich für ein Spiel zwischen Paris und Marseille eingeladen. Und dann neben uns gab es Neymar, so dieser brasilianische Spieler, der wirklich das Gegenteil von Sokrates ist, für absolut alles, politisch, sozial, wirtschaftlich, modisch auch. Und aber wie, er kann Fußball spielen. Aber er kann Fußball spielen. Ja, auf guten Fall. Ja, genau. Das muss man aber dazu. Wie immer war Neymar verletzt, das war mit uns in der Loge. Und diese Galerie hat verschiedene Künstler natürlich, und einer ist ein Scottish, ein großer Fan von Manchester United. Und der Galerist hat mir gesagt, weil ich wollte Hallo sagen zu Neymar. Und er hat mir gesagt, es ist nicht eine gute Idee, weil vor drei Tagen dieser Künstler, ich habe seinen Namen vergessen jetzt, ist ein Freund von Cantona, der auch da war. Und nach dem letzten Tor von Manchester haben sie ein paar Wörter mit dem Clan von Neymar, und dann haben sie sich geprügelt. Okay. Das ist Paris Saint-Germain, und Paris Saint-Germain ist wirklich, glaube ich, wahrscheinlich ist Dani auch einverstanden mit mir, es ist wirklich das Gegenteil von dem Fußball, ich in dem Buch spreche, oder unser Traum von Fußball. Ja. Es ist das Gegenfußball. Um jetzt auf den Kern dieses Buches zu sprechen kommen, gibt es diese Geschichte von Garrincha, den du quasi auch ein bisschen als die Seele des brasilianischen Fußballs beschreibt. Was war das für ein Spieler? Ich habe nie natürlich Garrincha gesehen als Spieler, aber ich bin in Brasilien vor der WM 14, ich habe zwei Monate in Rio verbracht, und ich suchte etwas Originelles über brasilianisches Fußball zu schreiben. Und ich habe mich immer gefragt, warum spielen die Brasilianer so? Warum gibt es diese nicht nur Leidenschaft, aber wirklich ein Dribbelswissenschaft? Woher kommt es? Warum spielen sie so? Und dann habe ich ein paar Leute getroffen, und vor allem, das war extrem schwer, ich habe vielleicht zwei Wochen nur am Strand verbracht, diese Spiele anzugucken.
Woher kommt das, diese Bewegungen, diese Beine? Warum spielen sie so? Man sagte übrigens über Garrincha, er hätte ein O- und ein X-Bein gehabt. Genau. Gleichzeitig. Also, genau. Während Stanley Matthews nur X-Beine hat. Genau. Es war auch ein Genie des Dribbles. Ja, das stimmt. Ja? Aber physisch ganz, ganz anders. Ganz anders, ja. Und dann habe ich verstanden, dass diese Garrincha, für die Leute, die nicht Garrincha kennen, so, es war ein brasilianischer Spieler der 50er, 60er Jahre, es war ein fantastischer Dribbler, vielleicht das Beste der Geschichte. Es gibt einen Film über Garrincha. Er war wirklich ein Kind des brasilianischen Volks der Zeit. Er kommt von wirklich einem sehr modesten Milieu und er war auch, er hatte eine Leidenschaft für Frauen, für Sex, er war total wirklich, wirklich, wirklich obsessed mit Sex, aber es war vor allem ein Kind. Da gibt es doch diese wunderbare Geschichte, dass er, als die Brasilianer in Schweden waren, da musste das ganze Hotel, müssten die Zimmermädchen ausgetauscht werden und stattdessen Zimmerboys. Genau. Ja, so genau. Ein Spieler war das. Ja. Sich zu konzentrieren. Aber der war nicht der Einzige. Aber Garrincha war der Chef. Aber ein Jahr später ist Garrincha zurück nach Schweden gekommen mit seinem Club Botafogo. Und Botafogo hatte nicht dieselbe Politik als die alles nachgeholt. Genau. So die Menschen sind im Hotel geblieben und 9 Monate später hatte Garrincha ein Kind in Schweden. Ah. Ja. Aber zurück zu Garrincha. 13, muss man dazu sagen. Genau, er hat 13 offiziell. Offiziell, ja. Kinder. Ja. Zurück zu Garrincha, der Spieler. Er hatte diese Wissenschaft zu dribbeln. Und ich habe verstanden, dass Garrincha meint viel mehr als ein Spieler. Es war wirklich eine Philosophie, es war die Seele dieses Fußballs, es war Spaß, es war Spiel. Und vor allem habe ich gesucht, was ich die Herkunft von diesem Spiel. Und es hat wirklich es ist was fantastisch mit Fußball. Es ist ein Fenster zu sehr, sehr verschiedenen Dingen. Garrincha ist ein Fenster zu der Geschichte der Sklaverei in Brasilien. Ich meine, Fußball ist in Brasilien am Ende des 19. Jahrhunderts angekommen, in Ländern wie in ganz Südamerika. Und an der Zeit war die Sklaverei vorbei seit ein paar Jahren. Und die brasilianische Gesellschaft war immer noch sehr, sehr viel von Sklaverei geprägt. Und es war sehr snob, Fußball zu spielen. Und an der Zeit haben die Weißen nicht mit den Mulatten oder mit den Schwarzen gespielt. Und die ersten Schwarzen und Mulatten, die gegen weiße Spieler gespielt haben, hatten Angst, die Weißen zu berühren. So, sie haben alle diese Bewegungen, komische Bewegungen, entdeckt, damit die Weißen zu vermeiden. Und eine Art sozialer Dribbler. Genau, quasi. Genau. Verteidigungsdribbler. Ja. Ja. Und es ist dieselbe Bewegungen als in Capoeira zum Beispiel oder in Samba. Ja. So, es ist wirklich die ehemalige Sklaven, das war ihre Wissenschaft. Hm. Und dann ist es geworden ein etwas sehr extrem brasilianisch. Aber am Anfang hat es so angefangen. Aber es ging so weit, ja, dass die ersten Schwarzen, die dann in Botafogo, glaube ich, gespielt haben, die haben sich geweißt. Das war bei den Corinthians. Ja, oder bei den Corinthians. Sie haben, wie heißt man auf Deutsch? Talg. Ja, die haben sich weiß gepudert, Puder, ja. Damit sie nicht schwarz erscheinen. Also der Rassismus oder die Ablehnung, das glaubt man gar nicht heute, in Brasilien war enorm. Ja, das war riesig. Ja, und ja. Und es ist immer noch eigentlich. Ja, ja, natürlich. Aber der erste große Bomber, wie sagt man auf Italienisch, der Stürmer, der größte, heißt sich Friedenreich. Das war halb deutsch, halb Brasilianer, halb schwarz, halb weiß. Aber das Drama des brasilianischen Fußballs und wie Olivier das beschreibt, dieses Spiel und Spaß und diese Wissenschaft aus dieser sozialen Geschichte, aber dieses Spiel und Spaß, wann hat das aufgehört? Als die Brasilianer alle nach Europa gegangen sind. Dann haben sie angefangen, europäisch zu spielen.
und mit rigiden Formen und so weiter. Und das merkt man bis heute. Wie war dieser furchtbare Dunga? Dunga ja. ist der Zerstörer ja. des brasilianischen Fußball und des Spaßfußballs. Ja, die hatten und das hat er gelernt, wo? VfB Stuttgart, wollte ich nur mal sagen, ja, in Deutschland. Bei Eintracht Frankfurt hättest du eine Ausnahme gemacht. Aber, ja. was ich noch sagen wollte, ist, du hast sehr, sehr kurz von Malandro ja. Gesprochen. Malandro, es ist ein fantastisches Wort auf Portugiesisch. Malandro, die sind soziale Dribbler. Ich meine, wir müssen wieder zurück zu dem Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Für die Schwarzen war es extrem schwierig, eine Rolle, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Deshalb müssen sie extrem schlau sein. Sie müssen wirklich sozial dribbeln. Und diese Männer, die wirklich an der Grenze von Justiz, Grenze von hors la loi. Außenseiter. Genau, Außenseiter. Das war wie für ein Fußballspiel. Sie müssten Lösungen finden, nicht Außenseiter zu sein, aber wirklich, wirklich, wirklich daneben. Mhm. Also es ist Dribbeln in Brasilien, Dribbler, es ist auch eine Philosophie. Und das ist, was ich in Brasilien in dieser Zeit, in diese zwei Monate gefunden habe, diese Malandrache. Und offenbar lieben es die Brasilianer, die Dunga, du hast Dunga erwähnt, die waren ja unter Dunga, das muss man fairerweise sagen, ja auch nicht unerfolgreich. Also die ja? sind ja Weltmeister auch geworden mit dieser Catenaccio-Fußball. Aber die Brasilianer haben es nicht gemocht. Die Mannschaft, die, glaube ich, gegen Deutschland das Endspiel gewonnen hat, 2002, wurde nicht geliebt. Nee, obwohl es gab fantastische Spieler. Hm. Wer? Ronaldinho. Ach so, da waren Spieler. Ich hoffe, du wolltest sagen Dunga. Nein, Dunga war schrecklich. Aber ich finde, wir müssen ehrlich sein. Ja. Es gibt einen großen brasilianischen Spieler, der uns emotional nicht liegt, aber trotzdem ein großer Spieler. Man muss sagen, ist Pelé. Ja. Ich habe ihn, also 1958 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, als er 18 war, gegen Frankreich im Endspiel, im Halbfinal. Gut, ich meine immer noch, wenn der Französ Jonquet nicht verletzt geworden wäre, ja, damals konnte man verletzten Spieler nicht ersetzen. Also Frankreich stand 1-1 ja, und hat dann einen der zentralen Figuren in der Verteidigung verloren, dann haben die Brasilianer 5-2, aber das war das erste Mal, wo ich Pelé gesehen habe. Und dann bis zur Weltmeisterschaft 70, es ist schon ästhetisch ein Traum gewesen. Also das muss man sagen, er war nicht, das ist sein ganzer Körper, die Art, wie er gespielt hat. Und 70, der No-Look-Pass, den er gemacht hat zum 4-1, ja, ist genial. Also Garrincha ist auch arm gestorben. Der ist dann ausgestoßen worden, auch von den erfolgreichen Fußballern. Aber auch von der Gesellschaft. Von der Gesellschaft, weil genau. Er hat seine Frau verlassen, mit wem er 13 Mädchen hatte. Und er hat... Ja, der wollte immer einen Junge haben. Ach, er hatte 13 mit der einen Frau. Genau, und dann hat er diese sehr populäre Samba-Sängerin getroffen, Elsa Soares. Und das war ein riesiger Skandal in Brasilien in der 60er Jahre. Mhm. Es war schrecklich für die beiden. Sie sind nach Italien gegangen. Garrincha hat auch für einen sehr, sehr kleinen Verein Anfang der 70er Jahre in Rom gespielt. Und dann, aber sein ganzes Leben war eine Katastrophe. Er hat fast seinen Vater ermordet und die Mutter von Elsa Soares. Er war vor allem war er ein riesiger Alkoholiker. Wir müssen das verfilmen. Es gibt ein Amazon-Projekt über Garrincha. Ja. Aber Alkoholiker. Ja. Raucher, Alkoholiker. Wie Sokrates. Intellektuell. Sokrates. Ja. Einer hat mir erzählt, weil ich den Film gedreht habe, in der Bar,
wo Sokrates immer war. Und er erzählt ein Spiel, der muss spielen, 20 Minuten vor Anfang, Sokrates nicht da. Dann schickt ein Freund von Sokrates, wird geschickt, ihn zu suchen in der Bar. Und dann kam, er hatte schon etliche Bier intus, kam Sokrates an, hat sich umgezogen, hat zwei Tore geschossen und ist wieder zur Bar. Ja, also nur, das war so mit Garrincha. Garrincha war die ganze Zeit schon am Vormittag betrunken. Er hat Liter von Rum getrunken, jeden Tag. Aber das ist undenkbar heute, ne? Also das ist undenkbar. Reibt sich immer noch die Augen, wenn so die Geschichten von Klaus Augenthaler kommen vor dem Finale in Rom. Irgendwie 70 Zigaretten am Vorabend geraucht und so, das ist alles völlig undenkbar. Aber warum, Daniel, war Pelé nicht geliebt? Weil, also ich will es nicht beleidigend sagen, ich muss jetzt ein Wort finden. Pelé war der brasilianischen Herrschaft, er war auch Schwarzer, einfach ein Opportunist. Ein Opportunist. Und er wollte immer weißer sein, als er war. So empfinde ich. Und deswegen war er bei uns, bei mir nicht, er war natürlich in Brasilien beliebt, ja, aber für mich ist es Onkel Toms Hütte. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, ja, und deswegen war er nie sympathisch. Und als die Diktatur war, hat er auch mit der Diktatur sympathisiert und so weiter. Und deswegen war Pelé nicht, er war nicht ein Symbol, außer für Fußball. Er war, Olivier meint, der größte Fußballer wäre Maradona, okay. Ich finde, man kann nicht Pelé ausschließen. Maradona hat, auf Französisch sagt man, des fulgurances, der hat unglaubliche Sachen gemacht. Aber vollendeter, auch als Mannschaftsspieler, war wahrscheinlich Pelé. Wahrscheinlich kann man Garrincha auch ein bisschen, also was den sozialen Abstieg dann betrifft, auch mit Maradona auch vergleichen. Ne? Maradona war viel klüger als Garrincha. Das ist andere Geschichte. Ich glaube, Maradona war stärker, auch als Fußballer und schlauer. Aber das stimmt, die beiden Spieler, und das, was interessiert mich, sie haben diese komische Beziehungen zu dem Bösen. Sie brauchten ein bisschen diese Böse, gut zu sein. Für mich ist Maradona, es kann komisch sein, aber für mich ist Maradona wie Le Caravage oder Rambo. Du brauchst etwas Böses bei dir, besser zu sein. Sonst, ohne das, kann es nicht funktionieren. Mhm. Und es ist was passiert in Neapel in den 80er Jahren. Maradona war nie so gut wie an dieser Zeit, Mitte der 80er Jahre. Obwohl er hatte diese schreckliche Beziehung zu der Mafia und mit Drogen und mit Frauen. Aber er war der Beste der Welt an der Zeit. Und Le Caravage, das war auch so. Er konnte nicht nur malen, er brauchte Prostituten und Uhren und sehr, sehr verschiedene. Er hat auch Leute ermordet, um seine Malerei besser zu verbessern. Die sind sehr komische Leute. Dann muss der heutige Fußball ja für dich sehr langweilig sein. Also dann haben wir noch Ramos. Nein, ich verbringe meine Zeit auf YouTube. Und schaue die alten Spiele. Genau. Ja. Nee, es ist fantastisch. Ein Spieler wie Messi, fantastischer Spieler, vielleicht der Beste, keine Ahnung, es ist auch nicht so wichtig. Aber der Typ ist clean. Er ist cleaner als clean. Er schießt 4 Tore in Champions League und einen Tag danach ist er auf Instagram natürlich mit seinen 4 Kindern und er isst einen Chips mit seinem Hund. Wow. Ja. Unglaublich. Extrem interessant. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen unserem Finanzamt, das ist vielleicht noch ganz interessant. Genau. Das war er nicht. Das ist ein Interessante. Die damaligen Spieler weiß ich nicht, aber das Interessante bei den Spielern ist die Rolle der Mütter und Väter. Ist ja unfassbar. Die Mutter von Mbappé hat ihn völlig in der Hand. Es ist Rabiot, das Mensch, der Messi, der Vater. Es ist wie jüdische Familie, Fußball jetzt.
Die Mutter spielt eine riesige Rolle. Ja, bei Messi auch, die fast die große. Ja, genau, das ja. ist ja, ja. genau. Hm. Ja. Sie sehen, wir sind ein Fach. Aber ein soziologisches Auge haben wir. Ja. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte natürlich auch noch das eröffnen für Fragen. Ich möchte noch mal ein bisschen sagen über das, warum wir eigentlich Fußball so lieben. Also gerade als Schriftsteller, was ist das, was euch sozusagen an dem Fußball fasziniert und ein Leben lang auch beschäftigt? Es hat zuerst mit dem Spiel zu tun. Ich habe auch sehr viel gespielt. Dann es macht Spaß, obwohl es extrem dumm ist. Es ist extrem einfach zu verstehen, aber die ganze Planet ist es komisch. Aber Borges, ich bin auch über so. Den du viel gearbeitet hast, hat offenbar gesagt, die Menschen lieben Fußball, weil sie auch die Dummheit lieben. Ja, genau. Ja. Natürlich. Natürlich. Während 2 Stunden vergisst du alles. Für mich ist es eine metaphysische Pause. Ich habe nicht nur metaphysische Denken den ganzen Tag, aber mindestens 3 Stunden vergesse ich alles. Ja, ja. Ist fantastisch. Ja. Wir vergessen alles. Beim Schauen und beim Spielen natürlich. Genau. Auch. Und dann, es ist eine Öffnung zu alles. Ich meine, ich habe über Brasilien oder über Argentinien geschrieben, viel über Rio und über Buenos Aires, aber du kannst über München schreiben, du kannst über Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter und so weiter. Und heute, ich glaube, um die Globalisierung zu verstehen, man muss Fußball studieren. Mhm. Es erklärt alles. Mhm. Der Unterschied zwischen der Reiche und der Arme, wie es funktioniert, Migration, auch Haarfarbe, Tattoos, alles. Fußball erklärt alles. Wie ist das bei dir denn? Also erstmal, ich habe mit 11 Jahren angefangen, 10, 11 Jahren zu spielen. Ja, ich war auch mal in so einer Mannschaft. CAP hieß es, und ich war mal Balljunge im Prinzenparkstadion als Vorspiel, ja, vor dem großen Spiel. Meine Mannschaft hat dann zweite Liga gespielt und so. Das ist erstmal die Kindheit, ja. Und dann ist es eine Faszination. Viel später in dem Film über Brasilien erklärt mir der Gilberto Gil, guck mal, sagt er, Fußball, ist ganz einfach, du verstehst, wie verrückt das ist. Die 74 ist Weltmeisterschaft. Die Linke, die gegen die Diktatur kämpft, und die Diktatur instrumentalisiert jetzt den Fußball. Und die Linke sagt, wir werden die brasilianische Nationalmannschaft boykottieren als Kampf gegen die Diktatur. Und Gilberto Gil sagt, das ist dumm. Denn wenn der Ball rollt, rollt der Ball, dann vergisst du alles. Da gibt es nichts mehr in der Welt, außer der Ball und die Zuschauer und du. Und das ist die Faszination. Ja? Das ist bei uns auch so. Ich bin mal gespannt, wie es bei der Weltmeisterschaft in Katar wird. Ja, weil zum Beispiel mein Sohn, genauso verrückt wie ich, der sagt, ich gucke nicht. Das ist ein Skandal. Ich gucke nicht. Und ich habe gesagt, naja, aber im Moment bin ich auch zweifelnd, ob ich gucke. Denn es ist so schlimm, dass die Weltmeisterschaft dort stattfindet, dass man eigentlich es boykottieren müsste. Aber wenn der Ball rollt... Ja. Also ich, ganz kurz, bei mir kommen jetzt auch die Anfragen für Interviews, also Herr Rinke, boykottieren Sie das? Mein Sohn, der ist 7. Meiner ist 32. Ja. Bei dir ist es vielleicht einfacher, ich kann die gar nicht boykottieren, also ich will die boykottieren, aber mein Sohn freut sich wie ein Irrer, das ist die erste WM und ich weiß ja noch, wie meine 74. Ja. Und was soll ich dem sagen, wir können das nicht schauen? Und das spricht ja auch letztendlich auch für die Kraft und die Liebe, die wir zu dem Fußball haben, dass wir dann doch bei aller, ich meine, hier sitzen ausgewiesene Gesellschaftskritiker, ja, trotzdem es nicht schaffen, diesen Fernseher für immer, für 4 Wochen auszuschalten. Das ist, in Russland wollte ich auch boykottieren, ich habe jedes Spiel gesehen. Und bei Katar fürchte ich, wird es dasselbe sein. Ich bin da eingeladen in Doha zur Eröffnung eines Museums. Ich habe mir schon ganz kritische Fragen dort überlegt,
nur damit ich dann wirklich mit gutem Gewissen ab November die WM gucken kann. Aber es wird unheil, man wird dafür kritisiert werden, dass man, wenn man es sagt, dass man es schaut. Darauf müssen wir uns gefasst machen. Wie wirst du das verbringen, den November? Es ist, es ist du lustig. Du Strom haben, um das Ganze zu sehen. Ja, genau, das wäre praktisch, keinen Strom zu haben. Ach, das wäre das Einfachste. Ne, es ist lustig, weil da ein Journalist von France Info hat mich heute angerufen, was denke ich über einen Boykott. Und ich habe gesagt, okay, ein bisschen wie du, Dani, es wird sehr einfach, dein erstes Spiel zu boykottieren, es ist Ecuador gegen Katar. Also ich habe gesagt, okay, ich boykottiere dein erstes Spiel, zweifellos. Ja. Aber dann, was passiert im Viertelfinale? Deutschland gegen Argentinien, Frankreich gegen Brasilien. Das ist eine offene Frage. Cantona natürlich hat gesagt, ich werde boykottieren, ich werde keine Minute angucken. Maul. Genau. Und man weiß nicht, was macht wirklich im Privat zu Hause, guckt er oder... Aber die Frage ist, werden die Medien boykottieren? Nee. Weil es gibt kein WM ohne Medien. Es hat mit den Medien zu tun, nicht als wir als Individuellen, okay, können wir entscheiden, ich werde nicht den Spielern gucken. Aber wie Dani sagt, wenn der Ball rollt, das ist eine offene Frage. Es hat mit den Medien zu tun. Wenn die Medien die WM boykottieren, das finde ich fantastisch. Dann gibt es auch keine Frage für uns. Gibt es kein WM. Das werden sie nicht tun. Aber es werden natürlich, die FIFA hat für 3,5 Milliarden Euro die Rechte verkauft. Natürlich werden nie. Aber zum Beispiel, ich habe gesagt an diese France Info-Typ, Radio France braucht nicht die WM zu überleben. Es ist das Gegenteil von L'Equipe oder La Gazzetta dello Sport in Italien. Sie erleben von Fußball. Aber Radio France könnte boykottieren, relativ einfach. So, es ist eine offene Frage. Und ich finde, die Rolle der Medien, das wird wichtig. Aber ich bin sicher, was sie machen werden. Sie werden überspielen und etwas über die Sklaverei in Katar zum Beispiel oder die Klimakatastrophe. Aber sie werden überspielen reden, leider. Also in Berlin wird es so sein, dass viele Kneipen, das habe ich gestern erfahren, einfach das nicht zeigen werden. Also es wird schon Boykott geben, aber ich merke das aber ja auch. Aber es wird lustig im Kneipe in Berlin Ende November anzugucken. Ja, meinst du wegen Corona oder? Wegen alles. Ja. Das Wetter, Corona, halt, die ganze Stimmung. Perfekt für einen WM. Perfekt für die WM. Nee, aber es ist ich glaube, wir sind die gleiche, alle Fußballfans. Normalerweise 2 Monate vorher eine WM gibt es schon etwas in der Luft. Du bist ein bisschen... Und hier gibt es nichts. Die FIFA und Katar hat uns die WM geklaut. Geklaut. Ja. So unglaublich. Ich meine, WM im Winter ist auch absurd. Also, ich möchte noch über 2 Dinge sprechen, bevor vielleicht haben Sie Fragen. Man könnte ja auch sagen, dass wir hier, wie wir diskutieren, auch so ein bisschen über den anachronistischen Fußball sprechen, weil man muss zur Verteidigung auch sagen, dass das Dribbling, also das Buch, was du geschrieben hast, ja auch bei manchen Fußballweisen und Analytikern, und ich kenne das aus meiner, also selbst in meiner Jugend noch, schrie der Trainer nicht schneller als der Ball, spielt ab. Ich habe noch teilweise trainiert in diesen entwickelten, das sind so ein Globus, in dem man steht, und da kommen dann aus allen Ecken Bälle auf einen zugefegt. Man muss die annehmen und quasi, und dann blinkt irgendwo ein Licht auf und dann muss man die in diesen kleinen Korridor spielen. Das heißt, und gemessen wurde, wie schnell nehme ich den Ball an und wie schnell leite ich ihn weiter. Und man musste unter 3 Sekunden sein. Und der moderne Fußball ist natürlich etwas, was sozusagen auf Schnelligkeit, die konnten noch dribbeln, weil das Spiel nicht schnell war. Aber heute, und natürlich haben die Brasilianer auch bewusst irgendwann sich von diesem wesenshaften Fußball verabschiedet, weil sie nicht mehr erfolgreich waren. Und das muss man natürlich auch sagen, dass heute Spieler, also wenn Messi nicht, die Dribbler müssen nun so gut sein, dass sie Räume frei machen für andere, dass sie quasi auch diese Abwehr bezwingen. Aber wenn, man merkt es ja selber, wenn man jetzt noch mit Straßenfußballern zusammenspielt beim Training und da ist ein Dribbler dran, der aber nicht durchkommt, es nervt, weil das Spiel sich so verlangsamt. Und
das muss man schon sagen. Ja, aber das du hast recht, ich war mal beim Spiel Real Barcelona in Barcelona. Wir waren ziemlich unten und bei Real hat sie dann noch gespielt. Und das ist unfassbar. Der Ball kommt an, der muss, bevor der Ball angekommen ist, den Ball wissen, wo er wird, weil der hat keine drei Sekunden, das ist eine Ewigkeit, das ist, kannst du eine ganze Rede planen, ja, nein, der Ball muss, und das ist das unfassbar jetzt, das ist so physisch, so schnell, in der Tat, aber das ist ärgerlich und ich will jetzt in einem Neymar in Schutz nehmen. Ich finde, Neymar ist einer, der versucht, auch durchs Dribbeln weiterzukommen. Und er kriegt verdammt viel ab. Und die sagen, ja, der macht Theater. Ich möchte jeden Reporter sehen, der so viel Schläge bekommen wird, was er für ein Theater machen würde. Ja, also ich finde, ja, wenn man versucht, das zu dribbeln, das ist Messis Stärke. In der Tat ist er, der ist einer der wenigen, die so schnell sind, dass er... auch ein Gentile, der immerhin Zico auf dem Gewissen hat, der Maradona auf dem Gewissen hat, in der berühmten Weltmeisterschaft, wo Italien dann gewonnen hat. Es ist auch von uns allen, ja, wie diese Spielerische, das wollen wir nicht, weil es muss effizienter sein. Und die großen Brasilianer waren aber effizient, aber wenn man sich das... Damit ich auch das Spiel Deutschland gegen Italien in Mexiko an. Du hast doch den Eindruck, die gehen spazieren. Ja. Das ist so langsam. Ja, unglaublich. Das ist unfassbar. Ja. Aber auch noch in der 80er Jahre, wenn du anguckst ein Spiel heute und vergleichen mit einem Spiel vor 40 Jahren, ist nicht derselbe Sport. Es ist etwas ganz anders. Ja. Ganz anders. Bei der Fußball-Frauen-Europameisterschaft ist mir das aufgefallen. Das ist ja unglaublicher Sprung, den die gemacht haben und wie wahnsinnig toll, athletisch, schnell und herrlich, dass das Spiel weitergeht, diese Pausen auch, das mit hinfallen. Und, das gibt es bei denen nicht. Gibt es nicht, herrlich, ja, toll, wunderbar. Toll. Also ich bin ein großer Fan des Frauenfußballs. Ich auch. Und ich glaube, er ist besser als so manche, also wenn man das, wie gesagt, bei YouTube sieht, wie wahnsinnig langsam früher der Fußball war. Ich glaube, ich versteife mich hier zu der These, aber ich glaube, eine WM Mannschaft von 74 oder gehen wir mal auf 70 zurück, würde relative Schwierigkeiten haben heute gegen eine Frauenfußballmannschaft. Das müsste man mal testen oder simulieren. Würde mich so interessieren. Aber deshalb haben die Spieler jetzt keine Zeit mehr in den Bar zu gehen. Es ist unmöglich. Wir haben keine Zeit mehr in den Bar. Aber sie rennen 10, 20, 30 Kilometer am Spiel. Aber über die Charaktere von Spielern wollte ich noch eine kleine Geschichte los. Ich habe nämlich mal gegen Beckenbauer gespielt. Ja, das wollte ich dir die ganze Zeit schon gefragt haben. Ja, und zwar... Das war kein Traum. Es war kein Traum. Es war auch wirklich kein Traum. Ja, es war ein Albtraum. Aber ich sehe warum. Also es war während der Europameisterschaft, ich habe kommentiert und das war ein Spiel, französische Journalisten gegen deutsche Journalisten und ich habe bei den Franzosen gespielt und... Beckenbauer bei den Deutschen. Gut, wir haben Kleinfeld gespielt und ich stand gegenüber Beckenbauer und ich habe den Ball nie gesehen und so. Also es war Albtraum erstens, aber Albtraum zwei. Nach 25 Minuten ist Beckenbauer weggegangen. Der hat mit seinen Mitspielern geschimpft und gesagt, ihr versteht ja nichts von Fußball und so weiter und mit euch kann man nicht spielen und ist abgehauen. Wie ein kleines Kind, so unangenehm, so blöd. Klar, das sind Journalisten, die können nicht wie Beckenbauer Fußball spielen. Ah, das ist eine Neuigkeit, ja. Und der hat es nicht ausgehalten. Er hat dreimal in der Tat ein Bein rechts, links, man wusste nicht mehr, wo der Ball war, und dann hat er einen langen Pass gemacht, aber da war niemand. Okay, aber er hat es nicht ausgehalten. Ja. Das wollte ich sagen zu Beckenbauer. Also meine Beckenbauer-Geschichte ist viel schöner. Ich habe tatsächlich mal mit Beckenbauer Fußball geguckt. Ich war bei Sky eingeladen mit diesem Manager von Leverkusen. Der ist jetzt ganz dünn. Der ist jetzt wieder ganz dünn, ja. Ein bisschen wie Joschka Fischer, ne? Mal dünn, mal dick. Fischer ist dick jetzt. Der Manager von Leverkusen bestellte während dieser, das war auch noch wegen des Spiels in Moskau, saßen wir von 8, das wurde Vorfall, also die spielen ja dann früher,
schauten wir da, saßen wir da 9 Stunden zusammen. Und dieser Mann bestellte irgendwie 7 Pizzen, die wurden da bei diesem Sky-Studio da in München reingeschoben. Und Beckenbauer trank, und ich habe irgendwann gezählt, 19 Gläser Rotwein während dieser Veranstaltung, war völlig nüchtern. Also da, das ist ein bisschen so wie bei Angela Merkel später. Aber in der Messe des Limo war er sehr angenehm mit mir. Wie bitte? In der Messe des Limo, wenn ich nach Bayern München gefahren bin. Ja, da genau. Er war sehr angenehm. Ja. Er hat nicht getrunken, nicht geschimpft, alles. Ja, ja, aber ich habe mal mit Adam Michnik diskutiert, ja, der nichts mit Fußball zu tun, ja, oppositionell, und dann eine ganze Nacht diskutieren. Der hat alleine eine ganze Flasche Wodka getrunken mit Blinis und Kaviar und war nicht besoffen. Eine ganze Flasche Wodka. Ja. Probier's mal. Ja, ich bin halt völlig unbegabt. Ja, ich will meine Beckenbauer-Geschichte aber endlich. Ich bin ja bin der Moderator, ich erzähle das jetzt zu Ende. Beckenbauer, er wurde nämlich ein Tor von mir eingespielt. Man musste ja den Gast dann bei Sky vorstellen. Und dieses Tor erzielte ich gegen Brasilien. 2014 spielten wir bei der Buchmesse in Frankfurt gegen Brasilien und wir gewannen 7-1. Wir haben das Ergebnis gewissermaßen vorausgenommen schon, also gewannen. Und da erzielte ich ein Tor, das eben eingespielt wurde. Und Beckenbauer sagte in dieser Sendung, für einen Schriftsteller nicht schlecht. Und das Tolle an diesem Spiel war, der Trainer von Brasilien war Pepe, der Sturmpartner von Pelé, vom FC Santos. Und das war, der kam nach diesem Spiel zu mir und gab mir quasi, das war quasi mein Ritterschlag, kein Märchen im Fußball, dass er sagte, man merke ja, dass ich kein Profi sei, aber wenn er mich vor 20 Jahren getroffen hätte, mit diesem Instinkt, ich hätte sie beobachtet. Das habe ich mir von ihm quittieren lassen. Gut. Und ja, das war wunderschön. Der Trainer war übrigens Jimmy Hartwig, der uns trainierte. Und Rudi Gutendorf. Ja, wir haben immer aber, so ganz prominente Trainer. Ja, aber guck mal, ich habe mal ein Spiel gemacht, Benefitspiel, da war Hölzenbein. Hölzenbein? Ja, du weißt doch, ja. Hölzenbein, der hinfällt, also geklautes Tor gegen Holland im Endspiel, ja. Und da habe ich zwar vor 20 Jahren, also es war 30 Jahre nachdem, da habe ich einen Hölzenbein gefragt, sag mal, du bist doch einfach hingefallen. Da war doch nichts. Ja. Der hat sich umgedreht und ist weggegangen. Als ob ich einen schmutzigen Witz erzählt hätte. Ja. Ja. Also, ja, Humor haben die Jungs nicht. Ich habe mal Günter Netzer angesprochen. Der wurde immer gesagt, der hätte damals von Beuys eine Professur angeboten bekommen nach Kassel. Das fand ich ja toll, weil das verband wieder Fußball mit Kunst. Und irgendwann war ich mal beim Länderspiel München-Gladbach und da saß er im Hotel, da bin ich auf Netzer zugegangen und sagte, wie war denn das damals mit Beuys und Kassel? Und dann guckt er mich an, mit Hessen-Kassel habe ich nie verhandelt. zum Schluss vielleicht noch jeder 2 Lieblingsspieler, einen alten und einen neueren. Also einen neueren bis wann? Sagen wir jetzt, einen jetzigen, der jetzt, der noch, jetzt spielt, noch spielt. Ja, einer aus unserer, quasi aus unserer Kindheit. Einer, der jetzt, Makoto Asebe. Makoto Asebe, er ist 36. Was er in Marseille gespielt hat, mit 36 Jahren, unfassbar. Unfassbar. Und das finde ich gut. Das heißt, so ein bisschen wie Maldini. Ja, genau. Ja. Oder Buffon. Ja, Buffon. Auch ja. Also, wundervoll. So. Und einen alten Sokrates. Ja, natürlich. Okay. Ich habe eine Leidenschaft für Ronaldo. Ronaldo? Ja. Welcher? Der jetzige. Manchester United. Ja, genau. Okay. Ja, ich finde, okay, der Spieler war vor die Klasse extrem gut, aber für mich repräsentiert eine Welt, ich war noch nie, wahrscheinlich werde ich nie. Ich frage mich immer, wie lebt ein Typ wie Ronaldo? Das stimmt. Es ist unglaublich interessant. Er ist wirklich eine, wenn man denkt, wenn ich denke an Globalisierung, ich denke nicht an Bernard Arnault, aber ich denke an Ronaldo. Was für ein Leben, für einen jungen Typ, ehemaliger junger Typ, der Milliarden gemacht hat,
Und was meint es? Was ist das, der Alltag von Ronaldo? Ich würde sehr gerne eine Woche mit Ronaldo verbringen. Ja, also mein Sohn weiß alle Autos, die er fährt. Das sind 40. Zum Beispiel. Aber gestern habe ich gelesen, zum Beispiel, dass seine Frau hat auch ein Private Jet. So, vielleicht rennen sie in den Luft, Ronaldo gegen seine Frau. Ich kann dir eins sagen, Ronaldo fliegt jedes Mal nach dem Spiel Richtung Spanien. Zu wem, zu was, weiß ich nicht, aber mit seinem Jet ist er immer gleich weg. Toni Kroos auch. Toni Kroos nach Deutschland, ja gut, das ist ein Familienmensch und so weiter, ist ja ein bisschen anders. Bei Ronaldo ist es interessanter, was dann sich abspielen, vielleicht sich abspielt. So. Ja. Ja, also deswegen wäre eine Woche eine viel Woche. Bewegung, viel Bewegung. Ja, genau. Ja, viel Bewegung. Ja. Ja. Eine Woche in einem Jet mit Ronaldo. Und den Alten? Maradona. Maradona. Ja. Müssen wir nicht ein Video angucken, weil es nicht unmöglich ist, diese Victor Hugo-Ding? Ja, es gibt diesen fantastischen Kommentar dieses berühmtesten Tores von Maradona. Also es gibt ja dieses Spiel gegen Argentinien 86 bei der WM in Mexiko, wo sie gegen England gespielt haben. Und da gibt es dieses Tor mit der Hand Gottes. Und das 2 zu 0 ist dieses berühmte Tor, wo er von hinten quasi das ganze Spielfeld durchdribbelt. Messi hat ein ähnliches Tor mal geschossen. Und der Maradona hat es auch in Barcelona mehrere Mal gemacht. Es ist nicht nur einmal. Als Maradona in Barcelona gespielt hat, hat er mehrere Mal genau das Gleiche gemacht. Ja. Und da gibt es eben diesen Kommentar des argentinischen Kommentators, der heißt tatsächlich Victor Hugo Morales noch. Ich glaube, man versteht das nicht. Wir wollten das Ihnen bei YouTube vorspielen. Sie müssen das, nehmen Sie Ihr Handy oder Ihren Computer, geben Sie ein Victor Hugo Morales Kommentar. Argentinien, England. Fantastisch. Dieser Mann singt am Ende. Er sagt, er würde weinen wie ein Baby. Er hätte sowas noch nie gesehen. Er liebe den Fußball. Es ist eine Offenbarung, dieser Kommentator. Und ja, also bei mir waren es, ich muss einen Deutschen sagen, ich war auch ein Fan von Gerd Müller, muss ich wirklich sagen. Also was diesen Instinkt betrifft, diesen Torinstinkt. Und heute sind es Spiele wie Modric. Okay. Ich mag auch diese Bescheidenheit auf dem Platz. Und natürlich Pirlo. Wer? Pirlo, Andrea. Pirlo, ja. Aber der spielt nicht mehr. Der spielt nicht mehr. Ja, der spielt nicht mehr. Aber das war eben so von diesen alten Spielern noch einer. Jetzt habe ich drei genannt. Ja. Fragen. Oh, ja. Warum nehmen Sie nicht so dann um den Kopfstoß? Oh. Ja, das ist natürlich auch ein großer Mythos des Fußballs. Ja, genau. Also das vermisse ich jetzt heute Abend. Sie dann und den Kopfstoß. Ja. Absolut. Ja, gut. Ich war im Stadion. Ja, aber deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ja, ich war auch im Stadion. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, passen Sie mal auf. Sie, wenn Sie im Stadion sind, gucken Sie, wo der Ball ist. Ja. Sie gucken nicht, ob der was hinten da liegt. Das heißt, das Spiel war unterbrochen. Ja. Was haben wir alle gemacht? Handy genommen, nach Hause. Was ist los? Was ist los? Bis man rausgekriegt hat, dass dieser Kopfstoßgeschichte und unfassbar ist, dass er eine rote Karte gekriegt hat. Denn das war illegal. Die Nachricht der roten Karte kam von außen. Und das ist verboten. Das heißt, Sie können nicht einem Schiedsrichter halten. Damals gab es noch nicht VAR und so weiter. War es nicht der Linienrichter, der es gesehen hat? Nein, der Außen, der das gesehen hat im Fernsehen, hat der Linienrichter läuft auch zum Ball. Mhm. Der bleibt doch nicht 20 Meter dahinter. Das gibt es nicht. Aber gab es nicht einen Viertel Richter? Nein, weil er es auch. Nein, das war einer, der an der Seite auf dem Schirm das gesehen hat und das denen gesagt hat. Der hat es dem. So. Aber mit dem Kopfschuss, ja, das war der wunderbarste Abgang eines Fußballspielers. Ja. Das war das Leben von Zidane. Er hat angefangen mit Kopfstoßen, da wo in Castellan, wo der aufgewachsen ist. Und ich weiß nicht, was der Materazzi ihm gesagt hat, aber ob seine Schwester oder seine Mutter oder was auch immer, dann hat er einen Kopfstoß gekriegt. Und ich glaube, die Wahrheit ist, Zidane war wahnsinnig aufgeregt gegenüber dem französischen Trainer Domenech. Warum?
weil die Italiener waren platt in der zweiten Halbzeit, die konnten nicht mehr voran. Und die wollten sie dann, und die Franzosen wollten, dass der Trezeguet reinkommt. Die wollten stärker machen den Sturm. Und Domenech war ein Angsthase und hat es nicht gemacht. Und deswegen waren sie alle so aufgeregt. Und also die Materazzi und Domenech sind die zwei Vektoren des Kopfstoßes. Vielleicht hat Materazzi von Domenech an sie dann geredet. Wie bitte? Vielleicht hat Materazzi über Domenech gesprochen. Achso, das Ganze. Der ist gut, euer Trainer. Er hat angeblich gesagt, wenn du mein Trikot haben willst, ich hab schon eins von deiner Schwester. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist wie der New Yorker Cartoons am Ende. Das ist möglich. Sind noch Fragen? Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebietsfußball, und da gibt es ja diesen fantastischen Satz, dass eigentlich nur einer an Gott vorbeikommt, und das ist Libuda. Ja, über den haben wir nicht gesprochen. Gibt es eigentlich vor dem Auge von euch drei irgendeinen deutschen Spieler, wo ihr sagen würdet, ansatzweise gibt es jemanden, der auch da dribbeln kann? Ente Limbs. Ja, ist nicht schlecht. Ja, Libuda war, wenn Sie erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, dann nehmen Sie klar, wenn es ums Dribbeln geht, ja, ums Dribbeln, dann tun Sie Garincha, dann würde ich Stanley Matthews dahinter, und irgendwo in der Hessenliga ist der Libuda der Beste. Ich weiß nicht, ob ihm die Antwort zufriedenstellt. Da hinten hatten wir noch einen, dann kommen Sie gleich. Jene Dame mit dem weißen T-Shirt, hatten Sie eine Frage? Nein, dann bitte Sie. Ja. Ah, okay. Ja. Es gibt vielleicht eine Antwort. An Gott kommt keiner vorbei, außer Rüdiger Abramczyk. Das wäre vielleicht ein Beispiel. Ja. Aber eine andere Frage, das Buch liegt da vorne, lesen Sie noch draus? Nein, das war jetzt keine Lesung, kann mir aber vorstellen, dass du noch Lesungen hast in Deutschland? Oder? Ich habe ein paar Lesungen im Oktober, ja genau. Ja. In Frankfurt zum Beispiel. In Frankfurt auf der Buchmesse, aber das war eben eine Diskussion über das Buch. Das Buch ist käuflich zu erwerben, das soll ich hier sagen, und es wird auch vorne am Bücherstand signiert. Auch, wir haben ja alle Fußballbücher geschrieben, also sind alle Bücher dort, wenn Sie wollen. Gibt es noch eine weitere Frage? Dann würde ich nämlich... Also ich will nochmal, weil ich so über Deutschland geschimpft habe, möchte ich nur mal eine Szene zum Abschied. Als in Sevilla beim Elfmeterschießen Bossis verschossen hat, gab es Pierre Littbarski, ist dann zu ihm gegangen und hat ihn im Arm genommen. Das war eine der schönsten Gesten, das wollte ich noch mal sagen. Ja. Und er konnte auch dribbeln. Ja, genau. Übrigens auch. Ja. Und er hat in Frankreich gespielt. Er hat auch in Frankreich gespielt. Ja, deswegen, Paris und deswegen Marseille. War das so eine emotionale Geste. Eine Versöhnung. Versöhnung. Ja. Nach Schumacher. Genau. Ja. Die haben sich ein bisschen geschämt. Ja. Mit Recht. Und vielleicht, um den Bogen zu der Garincha zu spannen, er hat da, glaube ich, auch ein O und ein X-Bein, oder? Ja, kann man sagen, ja. In diesem Sinne freut es mich, dass wir uns heute getroffen haben und über das wirklich wichtigste Thema der Welt sprechen konnten. Und bedanke mich für Ihr Zuhören und Kommen. Dankeschön. Danke.